So Leute, hi und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ach, für mich ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, seit ich gespielt habe. Und jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Oder also, die Kammer macht schon mal Sinn. Mann, die sieht echt toll aus. Sie haben sich echt Mühe gegeben. Dann gehen wir wieder raus. Schade. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Ja. Finde den Ausgang der Kammer. Okay. Revelio. Da haben wir eine Flohflamme. Die ist schon mal gut. Drehwurm. Wendeltreppen in Hogwarts, ne? Oder allgemein in der Wizarding World. Ah. Seht ihr was, was ich sehe? Und sie hat uns aber noch nicht gesehen. Was ein schöner Vorteil. Hallo! So wollen wir das haben. Und Wendeltreppe, die zweite. Gott, wenn ich jeden Tag so viele Stufen laufen müsste. Ich wäre kaputt. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Das ist richtig. Revelio. Und hi, liebe Truhe. Und da unten sind auch noch Sachen. No! Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Yes! Endlich wieder neue Aufgaben! Was mit Klassenzimmer zu tun hat. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal nach. Koboldsteine klar, Schlüssel klar. Verbotener See auch klar. Da will ich auch mal irgendwann hingehen und schauen, ob wir es schaffen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima Edurus und teste sie zeitgleich. Unterrichtsstunde fliegen. Fliegen! Leute, Professor Sharp, ich würde gerne, aber nein. Wir gehen einfach fliegen. Ich will fliegen. Jeder will fliegen. Wo ist denn die Eulenpost hier, ne? Ja, die kennen wir auf jeden Fall alle. Nicht, dass ich da mal eine übersehe. Revelio. Komme ich hier durch? Komme ich nicht? Warum nicht? Finde ich nicht so toll. Ich will da durch. Okay. Und der daedalische Schlüssel. Der Schrankschlüssel, der müsste hier auch irgendwo rumfliegen. Da haben wir ihn ja. Gerade rede ich von dir, mein Kleiner. Wärst du einfach gleich gekommen. Erstmal wieder. Oh, Moment kurz. Hallo, zurück. Sorry, bei mir kommt die Post immer um die Zeit, aber eigentlich erwarte ich nichts. War auch nicht meins. War für die Nachbarin, das kann ich leider nie vorhersagen. Deswegen würde ich am liebsten abends streamen. Aber das ist mir leider... Oder abends aufnehmen. Aber das schaffe ich leider nicht. Revelio.
Akio. Kann ich nicht? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Vielleicht kommen wir auch irgendwie außenrum dahin. Wäre im Bereich des Möglichen. Revelio. Hier kann man nichts machen. Da haben wir wieder ein Schloss. Wo gehörst du denn hin? Hallo, mein Kleiner. Nach oben? Ah, da. Schau mal einer an. Noch mal einer. Eigentlich tun die mir voll leid. Die muss man einfach da reinklatschen. So, und jetzt noch mal einmal von Anfang. Weil verpassen wollen wir nichts. Hallo, Geist. Hast du nicht auch eine Seite bei dir? Doch, hast du. Siehst du. Wusste ich's doch. Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts. Draco Dormiens Nunquam Titillandus bedeutet, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Das ist schön für dich, lieber Drache. Sieht auch toll aus. Kann man mit dir nicht reden? Nö. Gut. Revelio. Hier haben wir auch nichts. Dann klingelt es wahrscheinlich nur noch hier oben, die Seite. Die wir natürlich auch brauchen. So, Aschenrune. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen. Hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Oh. Also ein Drachenopfer. Der Arme. Revelio. Oh. Also doch. Das ist cool. Warum stehst du seitlich? Weiß keiner. Ein Werwolf. Da hinten ist auch was. Habt ihr es gesehen? Hinter Wandteppichen oder sowas. Revelio. Hm. Da geht's von. Ach, da ist der Gang, wo wir hochgekommen sind. Okay. Ach, das sind die Wandteppiche. Da haben wir ja was Geiles gefunden. Ausrüstungsplätze sind voll. Das ist weniger geil. Mensch. Warum immer? Da wollte ich nicht hin, geht aber auch. Schauen wir mal, was haben wir denn bekommen? Ja. Schmeiß mal die hier erstmal weg. Jetzt sollte es gehen. Lederlangmantel. Ein Baby in einer Krippe. Was machen die da? Was verzaubern? Sticken? Kämpfen gegen Wölfe? Eventuell auch Werwölfe? Das ist eine Jagd. Nehme ich an. Nach wie vor die Jagd. Und hier wieder das Kind. Oh! Revelio. Und hier auch die Seite. Wandteppich der Werwolfsage. Diese Wandteppiche erzählen die tragische Geschichte einer Hexe, die von einem Werwolf gebissen wurde.
Sie beschloss, aus ihrem Haus zu fliehen, um ihre kleine Tochter und ihren Mann zu schützen. Gerüchte zufolge schlief ihre Tochter danach noch jahrelang bei Wolfsgeheul ein. Okay. Ja, das ist eindeutig Werwolf. Aber was klingelt hier? Muss man damit irgendwas machen? Warum leuchten die? Levioso. Ich wüsste halt nicht, was man da machen sollte. Weil die leuchten halt echt alle, ne? Revelio. Ja. Alle bis auf der leuchten. Die werden aber keine versteckten Türe enthalten noch, oder? Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Nervioso. Wird halt auch irgendwie nicht markiert, als dass irgendwas passiert. Also ich komme jetzt auch so nicht durch. Merken wir uns mal, würde ich sagen. Da ist die Türe. Und da kommt man jetzt nicht durch. Okay. Einige verwirrt. Ich dachte, da wäre dann wenigstens eine Türe nochmal. Aber ist wohl einfach so ein Werwolfraum. Weil hier ist die Türe. Hängt bestimmt wieder mit irgendwas zusammen, was ich jetzt nicht sehe. Revelio. Hör auf zu blinken. Wenn du klingst, dann denke ich immer, ich habe was vergessen. Aber da kann ich doch gar nichts machen. Zumindest noch nicht. Wo sind wir hier? Hier klingelt alles. Zumindest eine Seite haben wir hier. Hallöchen! Kobold-Artefakt. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. Ja, kann man machen. Ah, Schlüsselchen. Willst nach oben, Schlüsselchen? Wir folgen dir. Da unten ist auch ein Spiegel. Truhen, Truhen, Truhen. Ah, ich will eigentlich zur Flugstunde, wisst ihr? Wo ist der dämliche Schlüssel hin? Hier. Hallo, Schlüssel. Komm, lass dich klatschen. Eine Hausmarke. Okay. Mit den Fröschen. Das ist bestimmt auch ein Rätsel. Hundertprozentig. Revelio. Da ist das Schloss. Da können wir nicht durch. Das sind auf jeden Fall noch Truhen. Das muss ein Rätsel sein. Naja. Wir finden es früher oder später raus. Eher später als früher, wenn er bei mir schaut. Aber das sollte euch mittlerweile klar sein.
Hatten wir denn nicht noch mal, schon mal die Sphinx-Statue? Ist auf jeden Fall nicht hier. Hier war die auch nicht, ne? Nee. Oh, wir brauchen unbedingt Alohomora oder irgendwas, um durch die Schlösser zu kommen. Das ist zum Mäusemelken. Sphinx vor einem schönen Fenster. Hier haben wir noch ein Klassenzimmer. Revelio. Mit dahinter nochmal eine Riesentür. Ihr mit euren Schlössern. Die habt ihr gerne, ne? Hier kann die Sphinx ja auch nicht sein. Aber weiter unten macht eigentlich auch keinen Sinn wegen den Fenstern. Nee. Keine Ahnung. Das Rätsel wird verschoben auf irgendwann. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo die sein sollte. der erschlagen wurde. Und nach draußen zu gehen, macht definitiv Sinn. Mit den Flugstunden. Oh, ich freue mich so. Flugbesen! Yippie! Klar warten wir. Ich halte mal kurz ein Nickerchen da draußen. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Natürlich bin ich ein Naturtalent. Wer hätte es angezweifelt? Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Muss es nicht erklären, wie es geht. Ich werde es schon irgendwie rausfinden. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Das ist genial! Gute Balance! Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Uh-oh. Der nächste Satz Ringe. Halte R2 gedrückt, um schneller zu werden und in den Vorwärtsflug überzugehen. Ein- und ausschalten Fluggeschwindigkeit mit L3. Sinken, steigen mit R. Ah. Diese Aussicht. Hallo.
Achso, wir sollen mehrere machen. Ah. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Ja, da durftest du doch noch gar nicht fliegen. Achso, du meinst, dass ich da nicht dabei... Ja, ich war da nicht dabei. Eigentlich voll unfair. Eigentlich hätte man mich ja auch einmal mit Bötchen darüber krachen können. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Hallo! Das ist ja süß, dass sie den Riesenkraken eingebaut haben. Geschafft! Hat das jemand gesehen? Was sollst du nicht geschafft haben, bitteschön? Da ist ja nichts dabei. Gut gemacht! Hast du kurz Zeit? Nein, habe ich nicht. Du willst was wieder Blödsinn machen. Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Ich frage erstmal sicherheitshalber. Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Was ist denn los? Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. L2 beschleunigen. Das ist schon viel besser. Okay. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Willst du unter der Brücke durch oder rüber? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Natürlich zockst du mich jetzt ab. Sieht aus, als hätte sie die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Halten, absteigen, null. Und wo waren sie beide? Ich wusste es. Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie... sollten zukünftig an ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Naja. Trotzdem hätte ich lieber den Anschiss erspart. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal.
Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Besser für dich, dass du ihn zurückbringen musst. Wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Ratet mal, was wir die nächste Folge sofort machen. Ratet, ratet, ratet. Natürlich gehen wir nach Hogsmeade. Was dachtet ihr denn? Also, wenn ihr wissen wollt, welchen Besen wir uns aussuchen, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin habt einen schönen Tag. Tschüssi.